Ja, ein neuer Tag in fucking Südkorea. Heute machen wir eine kleine Rundreise durch die Hauptstadt Seoul. Gibt sehr viel zu sehen, sehr, sehr spannend. Und danach geht es nach Seongnam, eine sogenannte Satellitenstadt. Ja, ist auf jeden Fall schon sehr beeindruckend und man kann sehr, sehr viele coole Sachen sehen. Also das lohnt sich schon definitiv. Völlig verrückt, alles völlig verrückt hier. Auf geht's. Aha, da ist das gute Stück, die Eintrittskarten. Das ist ja mal die große Frage in fremden Ländern, wie kommt man an die Tickets, gerade nach schweren Pandemien und schwer reglementierten Stadionkapazitäten hier in Südkorea ist es ganz einfach. Macht euch gar nicht die Mühe, irgendwie online irgendwelche Tickets zu reservieren, dafür braucht ihr eine koreanische Handynummer sowieso zur Registrierung, alles viel zu stressig. Kommt zum Spieltag, rechtzeitig zum Spiel, die Kassen machen in der Regel 2 Stunden vor Anpfiff auf. Und dann bekommt ihr hier diese schönen Tickets wie von Seongnam FC im sogenannten Gitbal Derby gegen Suwon Football Club.
Suwon FC ist quasi der zweite Verein aus Suwon. Wir waren ja gestern bei den Blue Wings. Jetzt quasi der zweite, der kleinere Verein hier in Seongnam. Und es ist in der Tat ein Derby, denn Suwon und Seongnam sind zwei Satellitenstädte, die sich quasi quer gegenüberliegen, getrennt von der Autobahn, vom Highway. Also ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob die Quellen stimmen, dass es wirklich ein Derby ist. Das sogenannte Gitball-Derby ist koreanisch, heißt Flaggen-Derby. Es gab da mal einen Disput zwischen den Bürgermeistern beider Städte und einen Streit um das Flaggenformat. Und kann aber auch totaler Quatsch sein, was da im Internet drin steht. So richtig viele Informationen findet man eigentlich nicht im Netz. Darum sind wir ja hier, Julian, der Professor, und wir gucken uns das jetzt an. Also wie gesagt, Ticketfrage, ganz einfach. Spiele sind selten ausverkauft. Und das schöne Tancheon Stadium, ich glaube, das war noch nie ausverkauft. Eine ganz kleine, kompakte Hütte und eine ganz skurrile eigene Fanszene von Seongnam FC. Hier wollen wir mal gucken, die sogenannten, wie hießen die Viecher? Hä? Ja. Magpies. Also die Magpies, genau. So ist hier der Titel. Nicht zu verwechseln mit anderen Vereinen aus England. Ja, ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Magpies, genau. Ja, Derby Time in Seongnam. Wir haben jetzt mittlerweile die 83. Minute und was soll ich sagen? Da hinten kommt einfach ein Vogel die Tribüne hochgefahren und blinkt wie auf dem Jahrmarkt. Südkorea, Alter, fällt einem einfach nichts mehr zu ein. Ansonsten ist der Begriff Derby für dieses Spiel hier wirklich wertlos. Also ich würde sagen, ein ganz normales südkoreanisches Erstligaspiel. Ohne wirkliche Reibereien. Es scheppert nicht, es wird alles ruhig, keiner zündet was, aber das hat ja auch keiner hier wirklich erwartet. Die Magpies, diese interessanten bunten Vögel, führen hier 2:1. Ich glaube, so geht es auch zu Ende und ja, unsere Reise hier in Südkorea neigt sich langsam auch dem Ende. Was kann man festhalten? Was gibt die Fankultur dieses völlig verrückten Landes her? Das ist vielleicht ähnlich wie mit Schweden. Eine reine Wundertüte. Einige Szenen haben, glaube ich, unheimlich großes Potenzial, sind aber leider die wenigsten. Und wenn man sich das hier anguckt, ich glaube, hier ist man angekommen in einem ganz normalen Ligaspiel. Und es gibt zwei Fanszenen, gar keine Frage. Die sind auch beide bemüht, ein bisschen Stimmung zu machen. Aber da hinten, da sind vielleicht, keine Ahnung, 20, 30 Leute, die den Gedanken einer Fankultur so mit sich nehmen.
Also wirklich absolut geil. Es ist einfach, dass dieser Rabe, wollte ich schon fast sagen, diese Krähe, dieser Magpie halt alle 10 Minuten aufgeht, blinkt und alle 10 Minuten wieder runtergeht und sich auf der Tribüne wieder versteckt. Ist er noch da? Ja, er ist noch da. Vielleicht geht er gleich runter, ich weiß es nicht. Man kann sich das hier alles angucken. Kulturell ist das super interessant in Südkorea. Es gibt so viele verrückte Sachen, die man machen kann. Und der Fußball ist stets auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das heißt, auch hier im Stadion passieren halt verrückte Dinge, die man so aus Europa nicht kennt. Trotzdem würde ich sagen, fan-technisch kann es da definitiv nicht mit Japan mithalten oder mit einigen anderen Schwergewichter hier in Asien. Ansonsten aber trotzdem ganz nett. Hat nicht so viel Erwartung und dann passt das schon. Genießt das Spiel, die Eintrittskarten kosten so um die 10, 12 Euro, mehr ist das nicht, das ist gut investiertes Geld und gönnt euch einfach Südkorea. Also mir hat es gut gefallen, sehr, sehr stark, keine super Überraschung, nichts hat mir hier irgendwie geplättet, aber es ist auch keine Vollkatastrophe gewesen, alleine wegen dem Vogel da hinten, der die ganze Zeit blinkt, das ist absolute Wahnsinn, also genau so ein Quatsch, deswegen bin ich hier. Ich setze mich wieder hin und bin ruhig, in diesem Sinne, gute Nacht. So, Nachschlag, gar nicht versprochen und doch passiert. Wir wollen heute nach Yanju. Das ist ein bisschen außerhalb, ein bisschen sehr außerhalb, so wie der Hamburger unerreichbar, fast. Wir sind dafür an eine Bahnstation Nambu gefahren. Oh, guck mal, hier gibt es sogar, das ist ja der Stolz der Stadt, ein Busterminal in Seoul und der fährt jetzt 2 Stunden nach Yanju. Und deshalb müssen wir uns beeilen, es geht gleich los. Lecker Hamburger und hier. Was auch immer das ist. Ich bin gespannt. Tickets gibt es auch. Nicht teuer. 10 Euro die Fahrt. Für 2,5 Stunden Fahrt. Top ist das. Sehr gut. Das war aber ganz schön knapp. 10 Minuten vor Anstoß. Gyeongbuk Motors FC gegen Pohong Steelers. Sind so ungefähr 20 Gästefans aus Pohong da. Ja, wir sind mal gespannt, was das hier wird. Aber das Gyeongju World Cup Stadium ist schon eine feine Hütte. Nur sind ein paar wenig zu wenig Fans hier. Naja. Bisschen was geht da ja. Ich bin gespannt.
Tja, das ist hier ein wunderbares Beispiel. Was passiert eigentlich nach einer Fußball-WM mit Stadien, die kein Mensch braucht? Wie dieses World Cup Stadium in Jeonju, was eigentlich schon sehr, sehr geil ist. Also mir gefällt das, auch wenn es ein Neubau ist. Ist ja nun auch schon jetzt 20 Jahre her. Aber ja, in dieser Stadt, wo halt eigentlich viele Einwohner sind und da hinten ja auch eine wunderbare Platte ist, frage ich mich, warum kommen die Leute hier nicht zu Fußball? Also die Pohong Steelers sind ja jetzt auch keine Wurstmannschaft. Es spielt der Zweite gegen den Vierten. Offiziell sollen hier gerade mal 3.333 Zuschauer sein. Obwohl, weiß ich nicht, für mich sieht es schon ein bisschen mehr aus. Aber es ist schon erschreckend, wie leer hier alles ist. Besonders hier der obere Bereich. Hier ist alles voller Spinnen, weil hier wahrscheinlich noch nie ein Mensch war nach dieser WM. Ja, ein bisschen traurig, ein bisschen schade, alles ein bisschen überdimensional, aber das ist einfach so und das ist leider der böse Nebeneffekt. Man sieht es ja auch in Portugal und so wird es auch in Katar sein. Wenn die WM, wenn das große Ereignis vorbei ist und du keine wirkliche Fußballnation bist, dann hast du natürlich riesige Stadien, wo keiner hingeht. Die Preise, die Eintrittspreise sind günstig, es ist ja sogar ein bisschen Stimmung da, aber ja, die Leute... Es gibt vielleicht keine Unterschicht in Südkorea, ich weiß es nicht. Eigentlich sehr, sehr schade. Ja, das ist eigentlich auch sehr, sehr schade. Und die Pohong Steelers, 118 Fans, auch schade. Eigentlich alles schade. Nein, ist aber Montagabend, also wahrscheinlich ganz normaler Liga-Alltag in Südkorea. Mehr sollte man nicht erwarten. Das ist jetzt mein zweites Statement, an dem ich ja gestern schon eins abgegeben habe. Wie gesagt, Spiel kam ein bisschen überraschend. Hat man nochmal mitgenommen. Ich bin froh, dass ich jetzt zwei WM-Stadien in Südkorea gemacht habe. Habe noch halb so viele in Japan gemacht. Von daher eine ganz gute Bilanz. Aber schon irgendwie macht einen das nachdenklich und traurig, wenn man sieht, was nach so einer WM mit solchen Stadien hier passiert oder wie diese verkommen. So würde ich es mal sagen. Aber das war es von meiner Seite. Fußball in Südkorea. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick gehabt. Wie gesagt, ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt wahrscheinlich zwei große Nummern. Die Suwon Blue Wings und eben der FC Seoul. Der Rest, naja, muss man Glück haben. Oder man ist eben so wie wir heute hier bei Jeonbuk aus Jeonju. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal Jon, der Professor Top. Denkt dran, es gibt auch immer Profcast bei Football, was bei First Love. Schaltet da gerne mal rein. Was ist jetzt hier los? Trinkpause, ist ja auch super warm hier. Ich setze mich zu den anderen 20 Spinnen und dann gucken wir noch die letzten 10 Minuten von diesem absoluten Knallerspiel. Montags könnte ich kotzen.